Das ist Pfarrer Josef. Er ist Priester in einem Land, in dem Krieg herrscht. Pfarrer Josef möchte den Menschen helfen, aber seine Gemeinde ist sehr arm. So arm, dass auch er selbst kaum über die Runden kommt. Pfarrer Josef bittet seinen Bischof um Hilfe. Der Bischof wendet sich an Kirche in Not. So wie Pfarrer Josef und seinem Bischof geht es auch vielen anderen Priestern und Bischöfen. Sie bitten Kirche in Not um Hilfe und beantragen Messstipendien. Kirche in Not nimmt die Anträge sorgfältig in ein Register auf. Das sind Anna und Stefan. Stefan war sehr krank, aber jetzt geht es ihm wieder gut. Die beiden sind froh und erleichtert. Sie möchten aus Dankbarkeit eine heilige Messe stiften. Dafür besuchen sie die Website von Kirche in Not. Hier gibt es ein Online-Formular, das man nutzen kann, um eine oder mehrere heilige Messen zu stiften. Anna und Stefan wissen, dass die Kirche für das Stipendium eine gewisse Summe empfiehlt. Und sie wissen auch, eine Messe ist heilig und kann nicht gekauft werden. Ein Messstipendium ist keine Bezahlung, sondern eine freie Gabe. Was geschieht, wenn Anna und Stefan über Kirche in Not eine Messe stiften? Kirche in Not nimmt das Stipendium entgegen und leitet es an die Priester der Weltkirche weiter, die in Not sind und deshalb Messstipendien beantragt haben. Das Geld geht an Priester, deren Gemeinden arm sind. So wie im Fall von Pfarrer Josef. Die Priester feiern eine Messe in der Intention der Stifter. Sie erhalten keine näheren Angaben zu dem Namen oder dem Anliegen der Messstifter. Die Übermittlung der einzelnen Informationen würde viel Aufwand verursachen und ist nicht nötig. Gott kennt jedes einzelne Anliegen, das ihm anvertraut wird. Pfarrer Josef kann mit der Messstiftung nicht nur für seinen eigenen Unterhalt sorgen, sondern auch in der Gemeinde helfen. Anna und Stefan haben mit ihrer Messstiftung auf eine besonders schöne Weise Danke gesagt und ihr Anliegen vor Gott gebracht. Sie haben gleichzeitig dazu beigetragen, dass Priester für Menschen da sein können. Auch in Ländern, in denen Armut und Unterdrückung herrschen. Vielen Dank an alle Messstifterinnen und Messstifter.